Das Freibad im Emder Stadtteil Borsum wird saniert. Seit rund 2 Monaten laufen die Bauarbeiten. Der Ostfriese sagt, modernes Mal wollen wir für das Maulwort. Und das kann man hier, glaube ich, im Moment ganz wunderbar sehen. Also wir sind dabei, die Abbrucharbeiten vorzunehmen. Die sind auch richtig kräftig zugange. Wir haben sehr, sehr viel geschafft. Wir sind im Zeitplan. Bisher gab es keine großen, unvorhergesehenen Dinge. So, dass ich allerbeste Dinge bin, dass wir in diesem Jahr auch fertig werden mit der Baustelle, sodass wir im nächsten Jahr wieder hier schwimmen können. Seit 5 Jahren ist das Borsumer Freibad jetzt zu. Die Stadt hatte es aus Sicherheitsgründen geschlossen. Um es zu erhalten, gründete sich ein Förderverein, der schon vor dem Baustart Zeit und Energie in das Gelände steckte. Ende letzten Jahres fiel in der Politik dann die finale Entscheidung, das Bad aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. Die Politik hat sich ganz klar dafür ausgesprochen, hat das hier auch dem Stadtteil zugesagt. Und dann, finde ich, muss Politik auch verlässlich sein. Und dieses Freibad ist eben auch ein sozialer Treffpunkt. Und wir haben viel vor damit. Es soll eben kein reines Freibad bleiben. Auch das Kinder- und Jugendzentrum soll hier mit aufs Gelände. Und da freue ich mich natürlich jetzt sehr zu sehen, dass es jetzt losgeht. Fast 3,6 Millionen Euro sollen in die Sanierung fließen. Der teuerste Posten sind die Schwimmbecken. Es gibt einmal natürlich komplette neue Folienauskleidung fürs Bad. Also das Bad wird komplett neu abgedichtet. Diese Folienauskleidung, die auch eine lange Langlebigkeit hat, die neue Technik, die dann dort verbaut wird, das ist das, was echt Geld kostet. Es wird barrierefrei gemacht, das heißt, es gibt eine Gleittreppe dazu. Aus Kostengründen wird das Nichtschwimmerbecken oder man sagt das Leerschwimmbecken um 1/3 verkürzt, damit man nicht so viel Wasseroberfläche hat. Aus dem Grunde fallen auch die Einschwimmkanäle aus der Wärmehalle weg. Man verlagert dann in dem Gebäude die Schwimmaufsicht und man wird eben auch ein bisschen mehr Komfort einbauen, indem man mehr Schließfächer hat, eine Spiegelanlage, wo man auch die Möglichkeit hat, sich zu föhnen. Also in Summe im Grunde genommen wird alles wieder hübsch und auf Stand gemacht, sodass es eben attraktiv ist, aber auch eben als Freibad und auch als Wettkampfbad insbesondere genutzt werden kann. Betrieben werden soll das Freibad künftig vom gleichen Unternehmen wie die Friesentherme. Und auch der Förderverein will sich weiter für das Bad einsetzen. Wie genau die Zusammenarbeit aussehen wird, ist aber noch nicht klar.